So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Wir befinden uns aktuell im Kloster und ja, der gute Whitman, der war einfach nur naiv und gutgläubig und wollte zusammen mit dem Mephais der Sturmwache die neue Königin vorstellen und der Mephais hat ihn ins offene Messer laufen lassen, denn die Sturmwache oder die Sturmwachen haben ihn dann getötet und Mephais hat sich Sam geschnappt und ist mit ihr ins Kloster. Und wir sind ja auf dem Weg in die Ritualkammer und wir wissen nicht so richtig, ob wir dorthin wollen, weil wir nicht wissen, was uns dort erwartet. Ja, tot. Sehr viel tot. Und Blut. Und Gedärme. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Tja. Gute Frage, nächste Frage. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was wir jetzt hier genau machen müssen. Hier komme ich hoch. Oh. Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Boah. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch selbst. Was für ein Arsch. Mit Mathias oder seinen Solari kann man nicht reden. Also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende. Und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessenen. Was für ein Arsch. Ein Glück ist der Tod. Whitman, du nah, am Ende ist ein Ehrgeiz mit dir durchgegangen. Die Grenze überschreiten. Was für ein Affe. Wirklich. Was für ein Affe. Wirklich. So ein Hund. Obwohl, Hunde können nichts dafür, dass er einfach so ein empathieloser Mensch ist. Yay, Schatzkarte. So, haben wir erstmal alles. Wirklich. Warum hat man eigentlich die Beleidigung du Hund? Weil Hunde sind doch eigentlich die besten Freunde der Menschen. Warum hat man dann Hund als Beleidigung? Sag ich mal, etabliert. Obwohl ich das eigentlich auch nicht mehr sagen möchte, weil, wie gesagt, Hunde können ja nichts dafür, dass die Menschen einfach nur so, oh, asozial sind. Ich muss irgendwie darauf kommen. Okay. Ich dachte, ich könnte die einfach auf eine bestimmte Höhe bringen, damit wir dann ja, uns dort hochkraxeln können dürfen. Vielleicht müssen wir wieder hier hoch. Das kann sein. Wie kommen wir jetzt da hoch? Oh, ja. Na, runter. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Thank you.
Übrigens, die, aus dem Ball der Forschungsbase bei der Bunga eingefallen ist. Wir haben vergessen, uns diese Talismane anzuschauen. Nicht? Ich fand die Idee voll cool. Ach, jetzt geht das Spiel wieder los. Wo ich es. Achso. Also, wie gesagt, meine Idee wäre gewesen, ne, dass wir uns da. Unser Tuch begeben. Mit der Seilklemmrutsche, wie ihr das Ding auch immer heißen mag. Die Glocke da. Der weiße Malermeister. Den bräuchte ich mal bitte. Na hier. Achso, ja, hier muss ich. Okay, das war dumm. Das ist zu hoch. Wie zu hoch? War wahrscheinlich zu spät. Nee, hä, warum geht denn das nicht? Das muss so gehen. Achso, na gut. Ich bin gerade ein kleines bisschen überfordert. Aber bis hierhin komme ich auch nicht.
zu hoch. Nicht. Warum? Sehe ich hier irgendwas Essentielles, was für jeden ersichtlich ist, außer für mich? Ich verstehe das nicht. Eigentlich müsste ich auch hier hoch. Habe ich hier irgendwo... Nee, eine Öffnung hat die nicht. I don't get it. Das kann ich nicht. Ich bin gerade extrem überfordert. Weil die Sache, die für mich logisch ist, ist anscheinend nicht die Lösung des Rätsels. Nicht hin. Ich habe eine Idee, aber ich muss kurz gucken. Also ich will nur eines versuchen. Ach nee, das war... Nein, ach fuck. Ähnlich wie bei dem einen Grab mit dem elektrischen Rätsel. Ne? Weil da kannst du nicht mehr hier rein. Warte mal. Leicht. Geht das? Im Ernst? Aber es ging doch vorher nicht. Das hat doch vorher nicht funktioniert. Das hatte ich doch probiert gehabt. Oder war das hier? Ich wollte es nämlich zumachen, dann hat es nämlich nicht funktioniert. Und entweder war ich auf der falschen Seite, kann es natürlich auch sein. Oh.
nur so schnell wie vorher. Bricht mich gerade wirklich das Rätsel, ne? Ich verstehe das wieder nicht. Ist jetzt unten. Ich bin fix und fertig mit den Nerven. Wir machen das. Warte mal. Ist es ja genau das? Na dann mal. Das, was ich machen wollte, aber was hat sie gemacht? Das meine ich nicht wieder hier hoch zu gehen. Meine Güte. Sie meinte ja, das wäre zu hoch. Dann müsste das ja rein theoretisch jetzt die perfekte Größe haben. Perfekte Größe. Perfekte Höhe, meine ich. Das passt. Das passt. Okay, den Sprung schaffe ich. Ja. Halleluja! Boah. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ja. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ja. Aber es war doch klar, dass sie Sam will. Dass sie zumindest die neue Königin wird. Okay, gut, ich sag mal so, Gefäß. Ja gut, ja, dass sie dort... dann importiert wird. Und das hätte ich jetzt auch nicht so interpretiert. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Ein Ende. Hoshi ist etwas Schreckliches widerfahren. Ich habe das Gefühl, dass ich dem gleichen Weg folge. Hoffentlich schaffe ich es, genauso tapfer zu sein wie sie. Okay. Was haben wir hier noch? Das Relikt. Da die Frage, haben die denn einfach die Seele getauscht?
Also ist dann die Seele der Person gestorben und Himiko ist dann dort reingewandert? Und war Himiko eine Göttin von Anfang an oder wurde sie zur Göttin gemacht? Oder zur Königin? Das wäre auch interessant zu wissen, wie das Leben der Himiko war. Ach, wieder ein Lager. Wie schön. Ja, ich habe es nochmal gespeichert. Ja. Aber kann ich das Spiel dann weiterspielen? Zu Ende? Also, nicht zu Ende, aber zu 100%. Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Ich denk mal, oder? Das waren, ansonsten müssen wir dann halt hier weitermachen. Ergonomischer Griff, ja. Ja, Ergonomie ist wichtig. Auch für die gute Lehrer, damit sie dann nicht irgendwann Probleme mit ihrem Handgelenk bekommt. So. So. Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Das Rätsel hat mich heute echt gebrochen. Das war echt schon ein kleines bisschen zu heavy für mich und für mein kleines Gehirn. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie die nächste und wahrscheinlich auch letzte Folge zur Hauptstory werden wird. Ob wir Sam retten können. Und wenn nicht, dann wäre das sehr, sehr traurig. Und auch was mit Rice und Jonah. Gut, bei Jonah wissen wir ja, was mit ihm passiert. Aber was mit Rice und Whitman? Ja, es gibt nur noch uns vier, ne? Jonath, Rice und Sam und halt Lara. Mal gucken, ob wir alle vier dann ja von der Insel runterkommen oder ob es noch jemanden gibt, der sein Leben lassen muss. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.